Der Harrachpark in Bruck an der Leitha wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Barockgarten von Johann Lukas von Hildebrand für die Familie Harrach geplant und angelegt. Ende des 18. Jahrhunderts gestaltete der Gärtner und Botaniker Christoph Lübeck aus Anhalt-Dessau die Anlage im Stil des englischen Landschaftsgartens um und zählt heute zu den bedeutendsten Anlagen Mitteleuropas. Neben seinem zahlreichen kunsthistorischen Wert hat der Harrachpark Bedeutung als Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten. Rund 50 Vogelarten brüten hier regelmäßig. Damit gehört die Anlage zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Neben Wasservögeln gibt es einen bemerkenswerten Reichtum an Amphibien und Reptilien. Eine Vielzahl an Libellenarten schwirrt auf den Wiesen entlang der Gewässer umher. Es wurde in den letzten Jahren viel revitalisiert und er ist ganzjährig geöffnet. Schloss Bruck. Die Ursprünge des Schlosses Bruck reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Etwa zu dieser Zeit entstand im Augebiet der Leitha zur Sicherung der Grenze vorerst eine mittelalterliche Befestigungsanlage, die ab 1236 landesfürstlich wurde. Aus dieser Epoche blieb der fünfgeschossige sogenannte Heiden- oder Römerturm erhalten. Im späten Mittelalter wurde die Burg, die ehemals in die Stadtbefestigung integriert war, dann zu einer befestigten dreiflügeligen Wasserburg umgebaut. 1625 gelangte die Herrschaft Bruck als freies Eigentum in den Besitz des Grafen von Harrach und ist bis heute im Familienbesitz. Von 1707 bis 1712 erfolgte nach den Plänen von Johann Lukas von Hildebrand ein hochbarocker Ausbau des Schlosses. Nur rund 150 Jahre später wurde die barocke Fassade vom englischen Architekten Burton Lamb in den Formen des romantischen Historismus im Tudor-Stil umgestaltet.